Es warten noch Geländeparcours auf uns und da werden wir heute weitermachen. Damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rival Stars. Oh, ist das süß. Ist es nicht goldig? Ich finde das so putzig gemacht. Das wäre auch ein schöner Bildschirmschoner. So, wir haben ja hier immer noch das Fohlen, was wir gerade schon gesehen haben, um was wir uns kümmern wollen müssen. Wie auch immer, natürlich beides. Und wir sind ja noch dabei, bessere Pferde zu züchten. Lovey Legend hatte ich ja gedeckt. Es ist ja seit einer ganzen Weile schon möglich, was früher nicht möglich gewesen ist, dass man selbst erstellte Pferde decken lassen kann. Und da bin ich jetzt gleich sehr, sehr gespannt, was da für ein Pferd rausgekommen ist. Auch da habe ich ein Pferd genommen, was so ein bisschen besser in Agilität und Springen ist. Wie gesagt, einfach weil ich ja jetzt auch Pferde für speziell das Gelände trainieren wollte. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier für ein Fohlen bekommen. So, Leute. Oh, das ist ja schick. Ein Badger Face und dann, wow. Ein Stutfohlen, 9. Recht ausgewogen. Agilität ein bisschen niedriger. Ich glaube, wenn die Agilität noch einen Punkt höher wäre, dann wäre das, glaube ich, Stufe 10, oder? Oder bin ich jetzt falsch? Aber ist ja mega goldig. Das ist richtig süß. Oh, Leute, aber wie nennen wir sie denn mal? Second Spell. Nein, sie braucht was ganz Süßes. Vielleicht das? Geht das? Es ist nicht Kommentar. Gab's nicht Sprinkle? Glitter gibt's, glaube ich. Aber das finde ich jetzt nicht so schön. Glitter Spell. Nee. Ach. Tja. Einfach nur easy going ist natürlich auch cool. Hallo? Easy going. Aber es ist natürlich auch immer. Ein Name ist immer so ein bisschen blöde. Wir bräuchten einen kurzen, süßen Namen. Wir brauchen irgendwas Süßes. Das ist gar nicht so einfach. Fabulous Face ist natürlich auch irgendwie cool. Boah. So, das ist jetzt der Name. Cute Candy. Cute Candy ist es jetzt geworden. Ob ich den jetzt so perfekt finde, weiß ich noch nicht so ganz. Aber ich finde, ist auf jeden Fall okay. Und es ist so ein schickes Fohlen. Das ist, wow, also die finde ich richtig toll, Ich würde sie jetzt gern direkt noch zigmal füttern, das geht aber leider nicht, da müssen wir uns leider so ein kleines bisschen noch gedulden. Das heißt, ich würde jetzt ganz gerne erstmal weiterreiten und das würde ich, glaube ich, auch erstmal wieder weitermachen mit Drifting Jazz. Jetzt muss ich mal gucken, ich muss hier noch mindestens 3-mal die Silbermedaille erreichen. Wir haben aber noch nicht dran teilgenommen. Wir kennen das noch gar nicht. Und das wird sich jetzt gleich ändern. Sparkle Sugar. Moment, ich muss mal gerade, oder? Passt das mit dem Mikro? Ich glaube, das passt. Tja, Candy Charisma hatten wir auch. Sehr agil. Aber nur 69 im Springen. Das könnte besser sein. Wo ist denn Drifting Jazz? Da. Ja, also wir reiten jetzt erstmal wieder weiter mit Drifting Jazz. Wir haben noch 2 Turniere auf der leichten Stufe. Das gibt es dann ja auch nochmal schwerer. So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal 2 Baumstämme. Wir haben hier Hecken mit Stein drunter. Ich bin immer überfragt, was die Namen der Hindernisse angeht. Das ist halt echt nicht meins, weil ich gucke zwar gerne Vielseitigkeit, aber ich habe immer das Gefühl, das wird trotz allem im Fernsehen so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Man hat oft nicht so die extrem tollen. Also es ist, glaube ich, selber für die Kommentatoren schwieriger zu kommentieren als Springreiten oder Dressur meinetwegen. Aber ich glaube,
Das ist auch nicht überall so. Also zumindest, wenn ich jetzt Lucinda Greens Equestrian Challenge gespielt habe, da wurden dann auch mal eher die Namen der Hindernisse genannt. Da habe ich schon so ein kleines bisschen was gelernt, aber es ist ja auch oft so, dass die Hindernisse in den einzelnen Austragungsorten eigene Namen bekommen. Weil das ist einfach Hindernisse sind, die du sonst nirgendwo hast, zum Beispiel in Badminton. Die beiden Mitsubishis, die Pickups mit der Ladefläche gegenübergestellt, wo man dann drüber springen muss, wo Blümchen drin sind. Also, okay, also das ist jetzt auf jeden Fall eine Strecke, die ist, finde ich, nicht so eingänglich wie die andere, die wir da vorgeritten sind. So, hier Picknick Table, genau, der Picknicktisch. Es ist, also hier brauchst du wirklich ein Pferd, was wendig ist. Das ist doch alles relativ eng. Oh, wir sind über die Hindernisfänge gesprungen. Aber macht nichts. Es hat funktioniert. Habt ihr gesehen, da stand eben die Fernsehkamera. Oh, guck mal hier. Wir haben sogar Gold bekommen. Ja. Globale Rangliste, ne? Kann man außer Acht lassen. Freundesrangliste kann ich leider nicht einsehen, weil das scheinbar keiner meiner Freunde spielt. Das ist schade. Nochmals reiten. Ach ja, genau. Dann haben wir ja wieder Drifting Jazz, ne? Weil theoretisch könnten wir es auch mal noch mit einem anderen Pferd reiten. Aber ich würde sagen, wir geben jetzt einfach hier mal richtig Gas mit ihr. Beziehungsweise ich versuche, hier mal richtig Gas zu geben. Aber es ist halt echt nicht so leicht aufgrund der engen Wendungen. So, hopp. Sehr schön weiter. Oh. Jetzt kommen die Baumstämme. Also ich bin jetzt gerade zumindest besser unterwegs als bei der ersten Runde. So, jetzt kommt hier gleich diese Steinmauer, diese sehr massive. Das ist natürlich jetzt so ein Hindernis, was man in echt nicht finden würde. Also mittlerweile sind ja auch die Geländesprünge so, dass sie mehr und mehr dazu gehen, dass sie sicherer werden, dass sie dieses Sicherheitssystem haben, dass sie, wenn das Pferd sie berührt, so nach vorne wegklappen. Dass die Pferde nicht mehr so wie früher auch daran hängen bleiben können. Das hat man ja früher oft gehabt, das Problem. Und es wird ja immer mehr an der Sicherheit für Pferd und Reiter gearbeitet. Und so krasse Mauern wird man da nicht mehr finden, würde ich mal so behaupten. Zumindest vielleicht noch alte Hindernisse, aber keine neuen mehr. So, also ich glaube, das war jetzt auf jeden Fall eine schnellere Runde. Das habe ich eben gar nicht geschaut, aber ja, es war auf jeden Fall eine neue Bestzeit. Aber wir waren jetzt gar nicht so krass, also wir waren gar nicht so viel schneller als bei einem so, ich will jetzt mal ein anderes Pferd reiten, als die empfohlene Bestzeit ist. So, Drifting Jazz hat Level 18 erreicht, auch schön, dann können wir die nämlich auch mal wieder weiter trainieren. Können wir eigentlich auch mal noch eben machen, so, Training. Agilität, wo haben wir sie denn? Exotic Feature, Drifting Jazz, da, oh nein, mir fehlt ihr aber das Futter. Ja, egal, das können wir aber mit Schnellkauf mal eben holen, das ist kein Problem. Also Agilität hier, da muss ich auf jeden Fall was tun. Okay, jetzt kommen wir zum Silberfutter. Da habe ich wieder einiges von auf Lager. Aber offensichtlich auch nicht genug. Oder lasst uns jetzt gleich direkt mal gucken, wenn wir das auf... Guck mal, jetzt ist es aufs Maximum trainiert. Ich will mal wissen, wie sich das bemerkbar macht. Ey, ich brauche echt mehr von diesem, von dem Futter hier. Ich brauche mehr von dem, also sowohl Bronze als auch Silber. Da muss ich echt nochmal was tun hier. Oha. So, und einmal können wir es noch trainieren. Und jetzt sind wir hier auf dem Maximum. Weiter können wir das hier nicht trainieren. Gut. Und jetzt möchte ich mal schauen, wie sich das anfühlt. Dann reiten wir jetzt... Ah, nee, warte mal. Wir können erst mal Fohlen füttern. Das machen wir natürlich auch nochmal. Damit wir dann auch mal irgendwann so weit sind, dass wir unsere Fohlen hier aus der Box rausholen können. Wäre ja auch mal eine schöne Sache.
dass wir die auch mal unterm Sattel sehen können. So. Die kleine Cute Candy, sie ist wirklich... Sie ist, oh, die hat den Blick gesehen, sie ist so zuckersüß. Sie ist so zuckersüß. Sie ist einfach mega niedlich. Na komm, guck mich nochmal an, komm. Wie, nee, doch. Oh, sie ist... Oh. Sie ist echt süß, oder? Oh. Sie ist wirklich... Sie ist... Ah. Zu drollig. Ich hätte gerade fast gesagt, zu toll und wollig, aber das... ja. So, einmal müssen wir das noch reiten und dann haben wir nämlich auch schon fürs nächste Mal das nächste freigeschaltet. So, Drifting Jazz. Also, jetzt haben wir hier Springen 113 und Agilität 115. Wie weit ist denn eine Lovely Legend trainiert? Oh ja, bei der hatte ich schon alles auf Maximum trainiert scheinbar. Krass. Echt? Warum? Seit wann? Aber sie ist ja momentan sowieso noch. Sie ist im Mutterschutz. Die ist im Mutterschutz, also will ich jetzt mal schauen, wie sich das mit den engen Wendungen hier anfühlt. Wir hatten eben eine Zeit von 1,17. Wir gucken mal, wie weit wir jetzt kommen. Also ich habe jetzt die Geschwindigkeit ja noch nicht weiter trainiert, aber dadurch, dass sie jetzt mehr Agilität hat, sollten wir auch durchaus ein bisschen enger rumkommen können. Was ich mich jetzt aber auch frage, was bringt eigentlich die Fähigkeit zu springen? Springen sie dann auch aus einem anderen Winkel ab, der vielleicht eigentlich so ein bisschen blöd wäre? Das hier ist echt so eine blöde Kurve. Also gefühlt merke ich noch keinen krassen Unterschied. Also springen sie dann auch aus einem blöden Winkel ab? Oder weil ein Pferd könnte ja theoretisch quasi auch null Agilität springen haben und es wird hier trotzdem über die Hindernisse drüber kommen. Also wenn ihr das wisst, was das ausmacht, dann wäre das mega cool, wenn ihr mich da mal so ein bisschen aufklären könntet, weil das weiß ich jetzt nicht. Ich meine, ein echtes Pferd, wenn das ja im Springen besser ist, dann ist klar, was das bringt. Aber bei dem Spiel weiß ich jetzt noch nicht so ganz, was hier den Unterschied macht. Also da bin ich noch so ein bisschen überfragt. So, 1,17 hatten wir eben. Und jetzt haben wir 1,13. Das hat echt 4 Minuten ausgemacht. Das kann ich mir fast gar nicht glauben. Also wahrscheinlich bin ich einfach nur ein bisschen besser noch geritten als vorhin. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja. Aber ihr Lieben, das war es jetzt erstmal wieder für heute. Wir haben jetzt noch exakt einen einzigen letzten Parcours, den wir noch reiten können. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da dann noch erwartet. Und ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.